Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und ich spiele schon wieder mit dem Schnapper. Das hat aber den Grund, ihr seht da rechts, ich habe hier Schmeckt besser als Queste. Erledige 15 eingeschleimte Zombies in einer Sitzung und das ist echt meine Aufgabe. Ich arbeite da jetzt schon vielleicht ein paar Sitzungen dran, die ich auch nicht aufgenommen habe, aber ich krieg's einfach nicht vernünftig hin. Und ich habe dann gedacht, warum lässt du die Leute nicht an deinem Failen teilhaben? Ne? Also ich versuche mit Graf Schnappula jetzt mal hier die ganze Sache mal zu schaffen. So. Mein Problem ist, wenn ich gut drauf bin, dann nehmen die Zombies nicht schnell genug ein. Und meistens ist die Runde dann früh zu Ende. Oder ich krieg's nicht hin und dann geht's richtig rund hier. So. Irgendwie zählen die eigentlich auch. Die normalen Zombies hier. Und wir holen uns das wenigstens mal den ersten Kill. Weil der Graf Schnappula heilt sich ja auch, wenn er Leute frisst. So, das müsste unser erster Schleimkill sein. So, das müsste der zweite Schleimkill sein. Sehr gut. Dann läuft's. Dritter Schleimkill. Licht, Achtung. So, hier den müssen wir holen. Der nervt nämlich, auch wenn er nicht eingeschleimt war. Und jetzt seht ihr schon die Vorteile von Graf Schnappula. Der heilt sich halt immer ein bisschen hoch. Das ist schon ganz gut. So, das müsste der fünfte Schleimkill gewesen sein. So. Ja, dem holen wir jetzt mal seinen Hammer weg hier. Ah, da sind die Raketen gewesen. Aber ich habe Schleimvorlagen wenigstens bekommen. Und ich werde wiederbelebt. So, die kommen alle von hier. Das müsste einen Schleimkill geben. Ja, und jetzt schauen wir mal nach, wenn wir jetzt tot sind. Wie viel haben wir schon? Es müssten schon einige... Ah, guck mal, das ist... Er hat nicht alle gezählt. Das, finde ich, ist manchmal nicht so geil. Zumindest sieht es so in dieser Anzeige so aus, dass aber nicht alle gezählt hat. So, der da oben ist jetzt natürlich total sicher. So, Schleimkill. Zack. Da ist einer in unser Stachelkraut rein, das ist schon mal gut. Das ist nämlich an der Stelle auch ziemlich gut. Na, das war jetzt natürlich doof. Müssen hochheilen, aber wohl müssen wir gerade gar nicht verteidigen. Schleimkill. Die Scheiße ist auch, wenn die Schnapper einem den Kill wegnehmen. So, vergraben. Ja, du fährst jetzt hier ein bisschen rum. Ah, der Schleim war kacke. Aber jetzt ist noch ein Kill gemacht, eine Vierer Abschussserie, also was Kills angeht, bin ich ganz gut unterwegs. Allerdings nicht, was eingeschleimte Zombies angeht, obwohl wir haben erst den zweiten Garten. Das ist eigentlich ganz okay. So, hier haben wir mal Laserbeam rein, hier hinten machen wir uns mal eine Heilung rein. So, zack.
Obwohl die Sonnenblumen eigentlich ganz gut unterwegs sind. Da hinten ist ein Pilz, der ist auch ganz gut. So, hier macht sich immer ganz gut ein Kraut. Da hinten ist der Teleport. Das heißt, sie werden jetzt vermehrt von hier vorne kommen. Versuchen wir uns mal hier ein bisschen so hinter die Häuser zu schleichen. Der andere Schnapper ist da auch schon unterwegs. So, hallo Leute. Warum habe ich euch nicht eingeschleimt? Ihr habt es doch gerade auch gesehen, ne? Da waren zwei Zombies und ich habe die eigentlich getroffen mit meinem Schleim. Naja. So. So, Schleimkill. Na, jawohl. Das müsste der sechste oder so gewesen sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, das war eigentlich ein bisschen schlecht. So. Ah, nein, du sollst ihn nicht fressen. Ah, ich hasse das, wenn ich als Schnapper die. So, Schleimkill. Oh, bitte, 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 bitte. Ah, ja, und das ist immer das Blöde. Wenn man in der Schnapper-Animation noch getötet wird. Ich finde ja, dann sollte der Kill trotzdem zählen, weil man hat den ja eigentlich schon ausgelöst, aber es dauert halt eigentlich extrem, bis es auslöst. Der Schnapper-Instant-Kill ist halt auch stark, muss man ja auch sagen. Allerdings, naja, ist und ist danach auch mega verwundbar. So, hier, Erbse verteidigt. Das müsste einen Schleimkill geben. So, jawohl. Hat ein Licht geflogen. Ah, der springt in dem Moment weg und ich bin wahrscheinlich tot jetzt. Gucken, ob wir den noch kriegen. Ja, den kriegen wir noch. Haben wir jetzt eine Zweier-Abschlussserie. Hier hinten schön Heilung hin. Heilung. So, mein Schleim ist wieder in the hood. Komm, 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 komm. Warum hat die... Der Schleim hat wieder nicht gesessen. So, der hat aber gesessen. Und da haben wir uns wieder einen schönen, leckeren Zombie genascht. So, auf dieser Seite ein bisschen, ja, schön die Minen mal wegholen. Schleimvorlage. Ich dachte, ich hätte die Animation schon ausgelöst. Es war mit dem da ein bisschen verworren. Jetzt kommen sie alle von der anderen Seite an. Weil sie merken, sie kommen von der einen Seite nicht durch. Nein, meine Heilblume ist kaputt. Ah, und schon bin ich abgeschossen. Nein, meine Heilblume. Und wir sind gut unterwegs, was das Ganze angeht. Es ist erst der zweite Garten. Ich bin positiv gestimmt momentan, dass das klappen kann. Aber die Zombies müssen jetzt auch einnehmen. Ja, wisst noch, ne? Das, was ich euch am Anfang erzählt habe. Das große Problem, wenn ich denke, mal gut unterwegs bin, dann... Noch eine Vorlage. Sekunden noch. Ich lasse die jetzt mal. Aber die werden das nicht schaffen. Es sind fünf Pflanzen im Garten und wir werden unsere Mission wieder nicht schaffen. Vielleicht kriegen wir noch einen oder so erwischt. Ja, wir geben einen Kill noch ab. Ihr seht das Problem. Wenn ich denn mal gut bin im Schnappen, dann haben die Zombies keine Chance, den Garten einzunehmen. Ja. 17 Kills. Ja, bestimmt 10 davon oder so waren Schleimkills. Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Wir sind Abschussmeister als Schnapper sogar.
ordentliche Runde. Wollen wir uns mal hier so ein. Was holen wir uns denn mal? Ein super Premium-Pack. Und haben. Ja, Sternüberspringer. Ja, gut. Somit so viel zu Teil 1 der Serie. Wie schaffe ich es, möglichst viele eingeschleimte Zombies zu töten? Runde 1 fail. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.